Guten Morgen, mein Name ist Sophia und ich zeige euch heute mal meinen Tagesablauf. So beginnt ein guter Morgen in diesem Einfamilienhaus in Spreewerder. Nach dem Wachwerden ruft das Tageslichtwannenbad zur morgendlichen Erfrischung. Das Dachgeschoss bietet außerdem noch zwei weitere Zimmer. Also seitdem hier meine große Schwester ausgezogen ist, habe ich jetzt zwei Zimmer und das finde ich total cool. Jetzt habe ich nämlich ein größeres und ein kleines Zimmer. Ihr Zuhause mit großem Grundstück, Keller, Nebengelass und Baumhaus ist ideal für die Familie mit bis zu drei Kindern. Die großzügige Küche lädt zum gemeinsamen Frühstück. Ups, ich muss meine Mappe noch packen. Wo habe ich die eigentlich? Wohlfühlen, entspannen, spielen, wandern, radeln, segeln und. Entdecken Sie eine der schönsten Ecken der Region, das brandenburgische Spreewerder im Landkreis Oder-Spree. Die Hauptstadt von Politik und Kultur ist stündlich gut mit der Bahn zu erreichen. In Erkner und Grünheide finden Sie unterschiedliche Schulen, Einzelhandel und alles andere für den täglichen Bedarf. Die Spreewerderer Kinder kommen mit dem Schulbus oder mit dem Fahrrad nach Hause. Der nahegelegene Badesee und das große Grundstück bieten viel Raum zum Leben in Freude und im Einklang mit der Natur. Also ich finde es in Spreewerder super. Deswegen ziehe ich auch noch zwei Straßen weiter. Wollt ihr euch mal mein Baumhaus anschauen? Dann sehen wir uns ja vielleicht noch. Bis bald. Tschüss.